Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar zeige ich euch heute, was alles so in meinem Putzkasten ist, weil ihr euch das auch immer mal gewünscht habt. Und ja, so viel Besonderes habe ich gar nicht drin, aber ich fasse es einfach mal in einem kurzen Video für euch zusammen. Sheila und der Neo, die sind auch mal kurz durchs Bild gelaufen und wollten irgendwie dabei sein. Aber wir fangen einfach direkt an. Das erste, was in meinem Putzkasten ist, ist ein Striegel von Haas, und zwar ist der aus so einem etwas härteren Gummi. Dann noch ein kleiner Gummistriegel, den nehme ich meistens für den Kopf. Den Hufkratzer Duo von Haas benutze ich einfach total gerne, weil die Spitze von dem Aufkratzer total spitz ist und man auch wirklich überall so gut in die Ecken kommt und auch kleine Steinchen gut rausbekommt. Und die Bürste einfach mal etwas größer ist und man den Huf damit richtig gut abbürsten kann. Eine kleine Kadetsche für den Kopf darf natürlich auch nicht fehlen. Dann habe ich auch eine Magic Brush in meinem Putzkasten. Und noch so eine Bürste, die auf der einen Seite etwas weichere Borsten hat und auf der anderen Seite hat sie kleine Noppen, um die Durchblutung anzuregen. Eine Wurzelbürste darf natürlich im Putzkasten auch nicht fehlen. Zusätzlich habe ich noch zwei Kadetschen in meinem Putzkasten. Die eine hat etwas weichere Borsten und nimmt deshalb auch schon relativ viel Staub mit raus, und die andere hat etwas kürzere und härtere Borsten, aber die nehme ich auch ganz gerne. Ein absoluter Favorit ist die Diva von Haas. Die hat in der Mitte so ein mattes Lammfell und ich liebe die einfach. Die macht so gut den Staub raus und ich putze immer mit der. Mähnen- und Schweifbürste habe ich natürlich auch noch mit im Putzkasten. Da habe ich einfach immer so eine ganz klassische. Und noch ein Fell, das ich meistens nehme, um Fliegenspray oder so auf dem Kopf oder auf den Ohren aufzutragen, weil man das ja da schlecht hinsprühen kann. So, dann noch die Kleinigkeiten, die so im Seitenfach sind. Und zwar ist da immer noch dabei Fliegenspray, Mähnenspray, Birkenhaarwasser für den Schweif, Feuchttücher zum Saubermachen der Nase und so. Balistol, das ist so ein Öl, das man auch auf den Schweif sprühen kann. Dann Penatencreme und eine Schere. Das war jetzt auch schon alles, was in meinem Putzkasten ist. Ist gar nicht so was Besonderes. Wenn ihr noch irgendwas in eurem Putzkasten habt, was ihr unbedingt drin haben müsst, was ich jetzt vielleicht nicht habe und vielleicht mal ausprobieren sollte, dann könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!